Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik Kaifer Studio in Karlsruhe. Heute möchte ich Ihnen von PS Audio die Aspen FR20 vorstellen. Ein Standlautsprecher. Gleich nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Ja, die Aspen FR20 von PS Audio ist ein ungewöhnlicher Lautsprecher mit einem auch ungewöhnlichen technischen Konzept dahinter. Es sind Standlautsprecher, drei Wege und die Bestückung, auf die gehen wir nachher noch mal genauer ein. Nur eins schon mal verraten, es sind Bändchen im Hochmitteltonbereich und das macht den Lautsprecher wirklich außergewöhnlich, genauso wie die gesamte Formgebung, die eigentlich umgedreht aussieht. Warum das so ist, kann ich Ihnen auch gleich erklären. Der Lautsprecher ist 1,30 Meter groß, also noch recht wohnraumfreundlich und in Weiß und Schwarz erhältlich. Aber bei dem Gehäuse hat man sich unheimlich Mühe gegeben, dass es trotz des recht großen Volumens und der Tiefe dezent wirkt und sich gut in den Wohnraum integrieren lässt. Auch sehr schön ist, dass keine Verschraubungen vorne sichtbar sind an den Chassis, weil das ist fest alles verblendet, sodass man eigentlich nur wirklich die Membranen sieht, die sich dann bewegen. Die Geschichte von PS Audio ist nicht nur die Geschichte von PS Audio selber, sondern da gehört tatsächlich auch die Geschichte dieser Lautsprecher dazu. 1973 gründete nämlich Paul McGovern PS Audio und entwickelte wirklich tolle Elektronik, zumeist mit Röhren drin, und das ist bis heute so. In diesen 50 Jahren hat sich PS Audio zu einem weltweit agierenden Unternehmen gemausert, was eine riesen Fangemeinde hat. Der Paul McGovern hat einen eigenen Blogpost, wo er jeden Tag Anfragen der Hi-Fi-Gemeinde beantwortet und sein ganzes Wissen dort auch preisgibt. Das ist also wirklich interessant. Und inzwischen ist PS Audio tatsächlich ein Vollsortimenter mit Digitalkomponenten, mit Endstufen, Vorverstärkern. Und da sind tolle Entwickler mit am Start, BH, King und so weiter, mit traumhaften Schaltungen. Ist also wirklich ein außergewöhnliches Produkt. Haben wir auch schon Videos von gemacht, blenden wir hier mal ein als QR-Code. Und Ani Nudell, das war der Kopf von Infinity, ist vielleicht vielen noch ein Begriff, eine legendäre Marke, die auch ungefähr zu dem Zeitraum gegründet wurde. Und da wurden damals außergewöhnliche Lautsprecher gebaut. Die großen hießen IRS, das waren Bändchen, die auch wirklich offen waren, ohne Gehäuse, plus die Bassmodule dazu. Und das floss auch später in die Serie ein und wurde zum Markenzeichen von Infinity. Der Paul McGovern und der Ani Nudell, die waren befreundet, hatten immer viel Kontakt miteinander, und nach einigen Jahren PS Audio trennte sich auch Paul McGovern von der Firma und machte mit Ani Nudell, also dem eigentlichen Infinity-Entwickler, Genesis auf, die nach einem ähnlichen Konzept Lautsprecher entwickelt haben, teilweise noch viel aufwendigere Konstruktion. Später kaufte Paul McGovern aber PS Audio zurück und dann ging es genau an der Stelle mit seiner Elektronik weiter. Ja, irgendwann lagen die Pläne noch in der Schublade, diesen Lautsprecher zu entwickeln unter dem Markennamen PS Audio. Da gab es verschiedene Prototypen und Entwürfe von. Und herausgekommen ist am Ende die Aspen-Serie. Auch die FR30, die große, die haben wir tatsächlich auch schon im Test gehabt. Sieht man hier im Bild mal im Vergleich mit der FR20, die wir hier haben. Aber Sie können sich auch gerne den Film nochmal anschauen. Die ist also deutlich mächtiger mit viel mehr Membranfläche, aber auch einem etwas anderen Basskonzept folgend, was die Chassis angeht. Dann schauen wir uns hier mal die FR20 an. Leider ist Ani Nudell während der Entwicklungszeit dann im recht hohen Alter verstorben. Aber der Paul McGovern hat das Projekt zu Ende gebracht und so ist PS Audio nun tatsächlich wirklich ein Vollsortiment mit Verstärkern und Lautsprechern und auch den Quellen dazu im Programm. Und wir freuen uns, dass wir die hier in der Klangvilla in Baden-Baden eben auch vorführbereit haben. Auch weitere Modelle sind hier angedacht. Die FR10 ist jetzt am Start, sehen wir hier mal im Bild, auch mit der gleichen Bändchentechnik. Das wird also ganz spannend von den Top-Modellen runter, was es da alles noch gibt. Die FR20 selber ist ein sehr, sehr stabiles Gehäuse mit einer Basskammer
Und im Gegensatz zur FR30 werden bei den Bässen zwei 20 cm Treiber eingesetzt, die nicht aus Aluminium sind, sondern aus einem Sandwich aus Rohrhaarzell und Kohlefaser. Unglaublich leicht und steif das Ganze, so dass ich hier eine enorme Bassleistung erreiche, die noch verstärkt wird, statt durch ein Bassreflexsystem. Ich habe bei einem Lautsprecher, der jetzt nicht gerade 1 Meter breit ist und 2 Meter hoch, immer das Problem mit dem Volumen. Das ist so wie bei einem Motor beim Auto. Großvolumiger Motor macht entsprechend Drehmoment und Freude. Ich kann das heute mit Turboladern und elektronisch gesteuerten Dingen einfach nach oben bringen, die Leistung. Und so ist es hier auch. Wir kriegen heute aus relativ kleinen Gehäusen eine enorme Bassleistung, braucht dafür aber Hightech-Membranen, vernünftige Antriebe, eine saubere Ausrechnung, was die Größe der Basskammer angeht. Und normalerweise muss ich auch das irgendwie öffnen, damit ich die Energie, die die Membranen rückwärtig abgeben und noch tiefer runtergehen, auch nutzen kann, wie Bassreflex Transmission Line. Da habe ich aber immer ein Thema mit der Präzision und auch mit Strömungsgeräuschen. Hier wird eine Passivmembran aus Aluminium eingesetzt, 25 cm groß. Da habe ich keine Strömungsgeräusche und kann das Ganze sehr schön abstimmen und habe wirklich eine außerordentlich gute Bassleistung für die Gehäusemembran und vor allem die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit muss hier nämlich auch stimmen, weil ich im Hochmitteltonbereich echte Bändchen habe. Und zwar wirklich was Besonderes. Die Membranen sind sehr ausgefeilte Theonex-Membranen. Das ist eine Mischung, eine Folie aus Mylar und Kapton, die beschichtet ist, leitend gemacht wird und so eben als Membran eingeht. Und die muss wirklich leicht sein, aber auch gut verklebbar sein, damit sie dauerhaft ihre Spannung behält. Und dann habe ich aber eine Geschwindigkeit im Hochmitteltonbereich und eine Verzerrungsarmut, die außergewöhnlich ist. Und deswegen gibt es auch so eine große Fangemeinde von Bändchen, Lautsprechern, was die Feinheiten angeht. Das hört man natürlich vor allen Dingen bei akustischen Instrumenten, bei Stimmen und so. Da macht das einen großen Unterschied zu jedem normalen Lautsprecher. Und wenn die Anbindung an den Bassbereich gut ist, und die Dinger hier, die machen richtig Druck, dann ist das auch für Rock und auch für elektronische, intensive Musik durchaus eine Kombination, die empfehlenswert ist. Das Ganze steht auf diesem Aluminiumgestell, ist sauber einstellbar von den Spikes her, so dass man das vernünftig an den Boden ankoppeln kann. Sie sehen das, wir haben das hier auf Unterlegscheiben stehen, um den Lautsprecher dann auszurichten im Raum und auf dem Teppich oder auch auf so einem Parkettboden. Sind große Unterlegscheiben dabei. Wir haben das auch bei der FR30 schon gemacht, da sind die auch dabei. Sehen Sie hier mal im Bild, wie das funktioniert. Das heißt, da kann ich den Lautsprecher noch gut, wiegt ja immerhin 60 Kilo eine, noch gut hin und her transportieren und ausrichten auf meinen Hörplatz, bis ich mit dem Ergebnis wirklich zufrieden bin. Dann ist es aber auch wichtig, die auf Spikes zu stellen und wirklich so zu justieren, dass der Lautsprecher nicht mehr wackelt und da keinen Energieverlust erleidet an der Stelle. Anzuschließen ist das Ganze über ein B-Wiring oder B-Amping-Terminal hinten dran mit Brücken, wenn ich nur ein Kabel verwende, ansonsten offen oder eben mit einer Endstufe für den Bass und eine für die Höhen. Funktioniert alles ganz gut. Vor allen Dingen natürlich mit der hauseigenen Elektronik von PS Audio, aber eben auch mit anderen Geräten. Wir haben jetzt hier AVM mit im Bild. Ich habe das mit Name Audio probiert. Wir haben es mit Röhren probiert. Das Ergebnis ist natürlich jedes Mal anders, aber von unglaublicher klanglicher Schönheit geprägt und vor allen Dingen auch von Dynamik und Pegelfestigkeit, die hier wirklich beeindruckend ist. Ja, liebe Hi-Fi-Freunde, das war's auch schon für heute mit der PS Audio FR20. Ich hoffe, Sie konnten einiges an Informationen über diesen interessanten Lautsprecher mit Bändchenhoch- und Mitteltönern mitnehmen. Noch mehr Produktinfos finden Sie auch direkt unterhalb des Videos. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren würden und auch das nächste Mal wieder reinschauen, wenn wir hier eine High-End-Komponente oder einen Lautsprecher vorstellen. Bis demnächst.